außergewöhnlich. Schön anzuschauen, sehr gut gemacht und selten anzutreffen. Das sind so die ersten Gedanken, die mir in den Sinn kommen, wenn ich mir die Fischer- und Ziehfliegeruhr aus Hamburg ansehe. Ich persönlich freue mich sehr, sie euch heute zeigen zu können. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Eine der für mich schönsten Fliegeruhren zurzeit am Markt ist die Fischer und Zieh aus Hamburg. Norbert, ein Zuschauer von mir, hat sie mir zur Verfügung gestellt und ich freue mich da sehr drüber, euch diese wirklich außergewöhnliche Uhr zeigen zu können. Sie hat viele unterschiedliche Facetten. Das Ganze zeige ich euch im Rahmen des Star Clubs. Das heißt, alle Aufnahmen der Uhr, die ihr seht, hat Norbert gemacht. Ich habe in der Uhr überhaupt nichts gefilmt und jetzt genießt einfach. Mit unter 700 Euro war diese Uhr tatsächlich ein Schnäppchen. Eigentlich fertigt Fischer und Zieh exzellente Maßuhren nach individuellen Kundenwünschen an. Durch den direkten Kontakt zum Kunden entstehen hier Kleinstserien bzw. Einzelstücke. Mit dieser Kleinstserie der Fliegeruhr hat Fischer und Zieh erstmalig versucht, einen etwas größeren Markt, einen etwas breiteren Markt sich zu erschließen. Ich freue mich total, dass Norbert sich so wahnsinnig viel Mühe gemacht hat. Er hat mir sehr viele Dateien geschickt und alles in einer unglaublich guten Bildqualität. Ich hoffe sehr, dass ich auch irgendwann einmal dazu komme, solch ruhigere Aufnahmen tatsächlich mir abzuringen, beziehungsweise auch es schaffe, die Details so gekonnt in Szene zu setzen. Das Werk ist nicht über die Maßen verziert, was, wie ich finde, zu einer Fliegeruhr, zu einer Instrumentenuhr sehr gut passt. Was sich aber jetzt schon erahnen lässt, ist die Verarbeitungsqualität des Gehäuses mit den sanften Übergängen zwischen Gehäuse und Hörnern auf der Rückseite und den klar definierten Kanten auf der Vorderseite. Dass das Datum hier etwas schief steht, liegt an der Uhrzeit. Wir sind kurz vorm Datumssprung. Eine große Uhr. Es ist eine Fliegeruhr mit 44 mm Durchmesser. Aber es ist auch eine sehr flache Uhr mit lediglich 12 mm in der Höhe. Lag-to-Lag 51 mm, das muss man tragen können. Mir ist das schon jenseits der Wohlfühlgrenze. Der Bandanstoß von 22 mm passt sehr gut zu der Uhr. Bei Norbert kann man sehen, dass die Uhr hervorragend an den Arm passt und auch nicht so hoch aufträgt. Selbst bei Langarm-Shirts, wie ihr hier sehen könnt, passt die Uhr sehr gut, ohne dass man Angst haben muss, dass sie nicht unter Hemd, Pulli oder das Jackett rutschen könnte. Das Glas ist ein entspiegeltes Saphirglas und die Wasserdichtigkeit beträgt 5 ATM, entsprechend 5 Bar.
Ja, hier könnt ihr noch einmal genau sehen, wie schön der Übergang ist, wie sanft der Übergang zwischen dem unten abgerundeten Gehäuse und dem Horn gestaltet ist. Das Horn auch von unten sehr sanft bearbeitet. Von unten ergibt die Uhr ein komplett anderes Erscheinungsbild als von oben, was ich überraschend fand, was mir aber auch sehr gut gefallen hat. Nochmal ein Blick auf das Werk in Zeitlupe. Wenn euch diese Videos gefallen, wenn ihr auch eine außergewöhnliche Uhr habt, dann sprecht mich gerne an. Im Rahmen des Star Clubs finden wir garantiert eine Möglichkeit, eure Uhr, deine Uhr entsprechend in Szene zu setzen. Und wenn du dann noch den Kanal abonnierst, dann verpasst du auch zukünftig keines meiner Videos, sei es Videos oder Uhren meiner Zuschauer oder aber Uhren, die ich unabhängig davon vorstelle. Auch am Arm mit kurzem Hemd oder T-Shirt macht die Uhr eine gute Figur. Also man kann sie in jeder erdenklichen Variante tragen und sie sieht einfach klasse aus. Das Datum ist etwas vergrößert und soll nach Aussage von Fischer und Zieh dadurch eine bessere Ablesbarkeit haben. Das Datum ist ca. 30% größer als beim vergleichbaren ETA 2824. Eine sehr schöne Uhr, eine ruhige Uhr, wie ich finde, die auch nachts eine richtig gute Figur macht, wie ich euch im späteren Teil des Videos auf jeden Fall noch zeigen werde. Ein Werk, das habe ich euch noch nicht gesagt, was hier verbaut ist, ist ein eher seltenes Werk, und zwar das Sellita SW400, sehr hochwertig, höherwertiger noch als das SW300 und mit dem vergrößerten Datumsfenster auch für Lesebrillenträger wie mich absolut empfehlenswert. Mir hat es auch Spaß gemacht, die Uhr abzulesen. Mir ist es auch beim Live-Betrachten direkt aufgefallen, dass sich hier das Datumsfenster bzw. das Datum im Datumsfenster tatsächlich besser ablesen lässt als bei meinen anderen Uhren, die in der Regel das Standardwerk 2824 von ETA oder von Sellita das SW200 haben. Eine sehr schlichte Uhr mit einem Blauton, der mir auch sehr gut gefallen hat. Es ist ein mattes Blau, es ist kein sehr aufdringliches Blau. Das finde ich sehr gut und das, denke ich, kann man auch zu allen anderen Farbtönen tragen, weil es sich eben nicht aufdrängt und auch nicht so in den Vordergrund springt wie glänzendes Blau oder Blau im Sonnenschliff. Bei Nacht macht die Uhr ebenfalls eine sehr gute Figur. Ihr könnt es hier bei den Aufnahmen von Norbert sehen. Beleuchtend sind Minuten- und Stundenzeiger sowie die arabischen Zahlen und die Indizes. Der Sekundenzeiger ist nicht beleuchtet, aber dadurch, dass er über die Indizes hinausreicht und auch über die entsprechenden Stunden- und Minutenzeiger drüber geht, ist trotzdem eine Funktionskontrolle gegeben, auch ohne dass der Sekundenzeiger selber eine Leuchtmarkierung hat. Schönes Bild, gefällt mir gut und ihr seht auch, das lässt nicht nach, das Leuchten. Man kann also davon ausgehen, dass das Leuchten entsprechend lange anhält. Norbert hat sich wirklich unglaubliche Mühe gemacht, diese Uhr ansprechend in Szene zu setzen. Wie ihr hier sehen könnt, das ist kein Foto, sondern die Unruhe bewegt sich. Und nochmal ein Blick auf die Rückseite mit dem unten abgerundeten Gehäuse, dem verschraubten Bodendeckel und den abgerundeten Hörnern. Ein ganz anderes Bild, als es sich von oben zeigt, mit den klar definierten Kanten, sowohl auf der Lünette als auch an den Hörnern. Wirklich überraschend und ich kann euch versichern, es handelt sich um dieselbe Uhr. Insofern ein außergewöhnliches Stück.
Ich habe keine Ahnung, was die individuell angefertigten Uhren von Fischer und Zee kosten. Dieses Modell, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Wie gesagt, es war nur eine Kleinstserie, lag bei knapp unter 700 € und für das, was ich hier gesehen habe, muss ich sagen, ist dieser Preis wirklich mehr als angemessen gewesen. In diesem Sinne, vielen Dank an Norbert für die wahnsinnigen Aufnahmen. Euch weiterhin viel Gesundheit, habt Spaß an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.